Aufdruck. Werbeflächen für Ihre Ideen. In der Ederer Passage in Schwetzingen. Wir haben alle mitgefiebert. Ich habe immer eine E-Mail geschickt, gell? Vor jedem Spiel. Aber glaube, ich bilde mir jetzt ein, es war meine E-Mail immer vom Spiel. Absolut. Aber er hat immer nach dem Spiel geantwortet. Ich fand es grandios und habe halt immer Grüße geschickt aus Schwetzingen. Habe gesagt, wir fiebern mit. Es ist unglaublich, was hier los ist. Und wir freuen uns ganz arg für ihn, dass er da dabei sein kann. Es muss einmalig gewesen sein. Intensiv, wie auch immer. Die Frage des Reporters oder die These, nachdem sie das Brasilien-Spiel durchgehechelt haben, wird Dr. Herrmann Deutschland zum Sieg führen? Im Endspiel. So. Der Kollege hat dann gesagt, er will sie nicht enttäuschen, aber nach wie vor würden die Sportpsychologen keine Tore schießen. Nach wie vor sei die Trainer hauptverantwortlich für die Mannschaften, aber er hätte gar keinen Zweifel, dass er, der Kollege, einen guten Teil auch dazu beigetragen hätte, dass das Ganze funktioniert. Ja, und insofern, das ist jetzt mal sozusagen die schwätzige Seite, wo wir ein bisschen Danke sagen und uns aber auch ein bisschen ausrüstungstechnisch einbringen. Okay? Wunderbar. Herzlichen Dank für diese tolle Zeit mit dem Team und wir haben uns einfach mächtig gefreut. Ja, also, ja, vielen Dank. Eine große Freude für mich, dass ich hier so empfangen werde, dass Schwetzingen so mitfiebert. Immer wieder kamen auch SMS rüber oder auf anderen Wegen gesagt, Autokorso in Schwetzingen, was macht ihr? Und das war natürlich ganz besonders schön. Also es gab so viele schöne Momente und das ist natürlich toll, dass ich hier eingeladen werde. Aber in erster Linie ist es auch ein großes Glück, dass man überhaupt dabei sein darf. In einem solchen Team und wenn ich das allergrößte Glück noch sagen darf, das ich hatte, das war, dass die Familie zum Endspiel eingeladen war. Und das ist, gerade wenn man so eine Situation hat und man kann sich noch unten auf dem Spielfeld in den Arm nehmen, das ist nochmal etwas ganz Besonderes, so weit weg und da ist der DFB sehr großzügig. Ja. Herr Dr. Herrmann, wie schön ist es, nach so langer Zeit wieder in der Heimat in Schwetzingen zu sein? Das ist ein Traum und wenn man dann noch einen solchen Empfang kriegt, also das ist ganz, ganz besonders schön und ich bin auch jemand, der ist gern heimatverbunden, bin ein bisschen erdig. Ich brauche immer wieder so festen Boden unter den Füßen, den privaten Boden, die Heimat, das ist für mich ein besonderer Wert und da ziehe ich auch viel Energie her, damit man auch dann wieder los kann. Wie schön war es da, dass der DFB die Familie zu dem Endspiel eingeladen hat und wie war Ihre Freude darüber, wie groß war die? Es ist riesig. Also das ist so was Besonderes, wenn Sie eine Situation haben, die Sie nur einmal im Leben erleben können und dann ist die ganze Familie in Sichtweite und noch im Stadion konnte man sich über die Balustrade konnte man sich in den Arm nehmen. Das war schon toll. Das ist einfach sowieso ein extrem emotionaler Moment und wenn man den mit seinen Lieben teilen kann, ist das, hat das nochmal einen ganz eigenen Wert. Aber die Nationalmannschaft und das Umfeld, das Team ist ja auch zu einer Familie geworden in der langen Zeit. Ihr habt euch ja auch sehr gefreut darüber gemeinsam und es war ja eine Einheit, die ganze Truppe. Ja, die Mannschaft hat sich toll entwickelt. Das war nicht immer nur eitel Sonnenschein, wo man sagt, das waren halt 1000 Freunde und die haben sich gut verstanden, sondern die Dinge, die nicht so gut liefen, wurden ganz konstruktiv gelöst. Wir hatten auch dieses Häuserkonzept, also die Spieler haben sich auch ein wenig selbst organisieren müssen, spaßhalber in Gruppen gegeneinander bei bestimmten Sportarten wie Boule oder Darts oder Tischtennis oder Billard gegeneinander angetreten. Das hat so eine eigene Dynamik in dem Haus auch gehabt und Stück für Stück mit jedem Spiel, wo man sicherer wurde, hier kann echt was Großes entstehen, hat man gemerkt, wie die Mannschaft noch mehr zusammenwächst und wo immer wieder auch Spieler, die vielleicht mal nicht ganz so glücklich waren, sich aber dann sehr fair in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Bleibt jetzt Zeit mal für Urlaub oder für Ruhe und für die Familie und macht man sich dann Gedanken, wie es weitergeht mit der Fußballnationalmannschaft und persönlich? Ja, also jetzt zwei Wochen muss ich noch arbeiten. Es stehen noch einige Vorlesungen an der Hochschule und an der Uni bis Ende des Monats und dann geht es einen halben Monat in Urlaub. Aber bewusst, man braucht mal ein bisschen Abstand. Das ist schon so was Besonderes, dass man sagt, was sind die nächsten Schritte? Oder ich überlege da tatsächlich in alle Richtungen. Aber es ist ein Traum. Immer wenn man überlegt, würde man da aufhören, denkt man, nee, das ist einfach zu schön. Die Jungs sind zu gut und vor allem die Trainer als Führungskräfte sind wirklich herausragend. Also man fühlt sich von den Führungskräften, Jogi Löw vorne dran, sowas von aufgenommen und akzeptiert. Das ist schon ganz besonders schön. Oder happy und danke. Herrmann und? Einmal so und einmal rum noch. Zu mir bitte. Ja.
Taxi 7676. Ein guter Ruf für alle Fälle.